Okay, dann können wir jetzt auch wirklich mit Ali, ja, Satan daran hindern, weil Satan, ja, so heißt derjenige, der Letzte, den wir bekämpfen müssen dann, der hat dafür gesorgt, dass hier jetzt eine extreme Hitze herrscht. Und jetzt müssen wir mit Ali, ja, ihn versuchen aufzuhalten. Stage 1. Und wir treffen auf... Oh, Satanine. Was liegst du da auf dem Boden? Ich war mir ist so schlecht, es war alles so heiß. Wie heiß? Was hast du? Hey, wie kannst du es wagen? Lass mich in Ruhe. Ich, mir ist so schlecht. Oh. Alles in Ordnung? Lass uns eine Runde Puyo Puyo spielen. Vielleicht geht's dir danach besser. Ja. Da treffen wir Satanine wieder. Genau aus diesem Grund wollte ich auch die Anfangszone machen. Damit ihr auch wisst, warum die so ist. Okay. So. Okay, dann. Moment mal. Ja doch, ich mache eine Zweierkette. So. Okay. Wow, und wir haben. Ja, okay. Ist noch die erste Runde. Wir haben hier schon ein bisschen rüber geschickt und jetzt kriegt's dann noch eine Ladung, weil ich so nett bin. So. Okay. Nein, nein, falsch rum. Ach, Mist. Ich hätte alle wegmachen können. Was soll's. Egal, ich habe eh gleich schon gewonnen. So, dann kriegst du den noch. Okay, das konntest du schon. Aber dafür mache ich den hier. So. Okay, sie wird schon hartnäckiger. Ah, das wird jetzt nicht mehr wirklich lustig. Ich mache eine Kette, so. Dann habe ich gewonnen. Ja. Und tschüss. Satanine ist besiegt. Wir haben vor kurzem erst mit dir gespielt. Und jetzt auf einmal besiegt. Ganz schön fies. Egal. Runde 1 ist schon geschafft. Und wir kommen zu Stage 2. Und wer kommt jetzt? Hey, Schätzchen. Lust auf ein Rendezvous mit mir? Komm schon, ich habe hier eine nette Rose für dich. Wie wär's? Wieso sollte ich mit dir gehen? Ich habe was anderes vor. Ach komm, Schätzchen. Lass uns doch nur einmal ausgehen. Es ist doch nichts Besonderes. Ich will doch nur dich, oder? Na, aber nicht so viel, du Dreckiger. Sieh lieber zu, dass du deinen Text lernst. Oh, Scheiße! Wie kannst du es wagen? Ich hab doch nur mein Bestes versucht. Ich wollte dein Herz erobern. Tut mir leid. Okay. Dann kämpfen wir jetzt oder spielen wir gegen. Wie nenne ich den jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nennen ihn Romantiker. Okay. Oh, nee, 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 das ist voll nicht freundlich. Na, das war scheiße. Okay, das ist genau scheiße platziert. Oh, boah. So. Gut, dann kriegst du die noch dazu. So, als Rache dafür. Boah. Zwei Sonnen, okay. Die hole ich mir gleich mit Gelb. Und rot, genau, rot mache ich. Scheiße. Okay, jetzt fängt er an, böse zu werden. Verdammt böse. Richtig böse. Hat er gerade wirklich gesagt, kiss me? Nö, vergiss es. Hast du nicht verdient. Also, ich glaube, Ali würde genauso denken wie ich. Wobei Ali ist die Frau, nicht ich. Okay. So, jetzt kriegst du erstmal eine fette Kette von mir. Okay, du schickst mir eindeutig zu viel rüber. Ein ganz. Oh, noch mehr Sonnen. Okay. Und so. Gut. Ah, das scheint schon ein bisschen schwieriger zu werden, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Obwohl er noch eigentlich zu den Anfangsgegnern gehört.
Aber okay, ich werde schon irgendwie besiegt. Dazu bräuchte ich erstmal wieder ein paar Sonnen. Weil mit Sonnen kriegt man hier bessere Kombos hin. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Das war falsch rum. Na komm. Sonnenkraft. Und ich kenne hier auch einen guten Trick, wie man die Gegner sogar sehr schnell besiegen könnte. Aber dazu muss ich das erstmal hinkriegen. Okay, was soll's. Ach, verdammt. Oh Mann. Und ich habe gerade gesehen, auf seiner Seite kommen Herzen, wenn er die Dinge auflöst. Ja, jetzt ist gut. Aus. Pfui. Ey. Wie soll ich das denn jetzt noch retten? Boah, du hast einen Knall. Okay, das mache ich so. Genau, dann habe ich da eine Kette. Gut. Ah, du übertreibst doch. Okay, da kommt noch eine Sonne. So, gut. Ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich. So, da haben wir noch eine Sonne. So, dann kriegst du den noch. So, okay, ich habe ihn. Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, das war jetzt gerade nicht so geplant. Ja, da hat gerade was im Fenster gestört, was ich jetzt erstmal wegklicken musste. Deswegen, naja. So, Stage 3. Mit wem haben wir jetzt das Vergnügen? Ah, dem Fischchen. Hey, willst du sehen, wie ich in diesen Pool hier springe? Diesen Pool? Das sind aber doch giftige Fische. Wie, giftige Fische? Willst du mich verarschen? Ich geh da jetzt rein, ob es dir passt oder nicht. Oder hast du was dagegen? Mach doch, du wirst schon sehen, wenn du von irgendetwas angegriffen wirst. Was, wie, Was hast du davon? Ja, so sieht ein ausgerotteter Fisch aus. Okay, jetzt bekomme ich irgendwie Hunger auf Fisch. Okay, wir kämpfen gegen Fischli. Ja, ich nenne ihn Fischli. Okay, auch ein Gegner, den man sehr oft im Puyo Puyo antrifft. Sofern man schon oft Puyo Puyo gespielt hat oder schon oft Puyo Puyo gesehen hat. Weiß man das schon. Wer da ungefähr alles sein Unwesen treibt. Das war jetzt mal nicht nett. Okay. Gut, da haben wir Lila. Blau. Grün. Okay, Ding. Moment, Moment. Nein, wie soll ich... Ach du Scheiße. Aber du hast doch eine Ratte ab. Okay. So langsam vergeht mir der Appetit auf Fisch. Aber bei sowas erst recht. Ja, jetzt kommen die Dinger erst runter. Ja, ist klar. Das ist doch echt nicht wahr. So, kriegst du erstmal zurück. Gut, da haben wir wieder eine Sonne. Okay. Okay. Na, was soll das? Gut, mache ich das so. Ich muss mir hier echt eine gute Strategie gerade einfallen lassen. Damit ich das hier überlebe. Okay. Er hat noch nicht so viel, sehe ich gerade. Na, ganz toll. Wie soll ich das denn schaffen? Boah, da brauche ich eine bombenfeste Strategie. Okay, ich habe... Ja. Yes! Genau das meinte ich. Wenn ich bei der zweiten Kette mindestens zwei Sonnen erwische, dann kriege ich da auf jeden Fall schon mal einen Batzen durchsichtiger Puyos zugeschickt. Okay, Stage 4. Geht ja doch recht gut voran. Oh, eine putzende Dame. Hey! Wie, froh, was ich sag. Wie kannst du es wagen, auf den frisch gefischten Boden zu gehen? Hey, das war keine Absicht, ich wollte das nicht, tut mir leid. Na warte, mit dir wische ich den Boden auf, du. Machst du das noch einmal, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh Mann. Da weiß Ali noch nicht mal, dass sie über einen frisch gewaschenen Boden geht. Wird sie gleich bestraft dafür. Echt nett. Okay. Aber das werden wir jetzt irgendwie ausbügeln. Wie auch immer. Okay. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das? Na, einen ganzen. Na, okay, der kommt genau dahin, wo ich ihn nicht haben wollte. So, gut.
Okay. Lila, verdammt. Moment mal. Nein, 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 nein. Da kommst du mir noch nicht hin. So, dann... Okay, dann habe ich hier die Sonne. Perfekt. Noch eine Sonne. Wow, das wird ein Kampf der Giganten. Na toll, ich krieg einen ganzen, aber dafür eine Menge Sonnen. Perfekt. Ja, wie ihr merkt, man muss wirklich sehr viele Ketten machen, damit wir hier Sonnen kriegen. Und mit Sonnen kriegen wir wirklich gute Ketten. Und man sollte sich beeilen, weil sonst wird man von der Macht der Sonne besiegt. Oder vom Gegner, je nachdem.